1973, der Regisseur Bill Gunn bekam das lockende Angebot zum Film Blackula, einem Vampirfilm mit Minimalbudget, die Fortsetzung zu drehen. Aber er hat keine Lust auf Blaxploitation. Blut und Horror interessieren ihn nicht, sondern Psychologie und Verstrickung und soziale Komplexität. Ich kann nur einen Dracula-Film drehen, wenn ich Vampirismus als Metapher sehe für Ausbeutung und Abhängigkeiten und die Heuchelei organisierter Religion. Das Ergebnis war der Film Gunn, Ja und Hess, der jetzt wieder im Kino zu bestaunen ist, wieder veröffentlicht und restauriert von Rapid Eye Movies. Er hat keine Lust auf Blaxploitation. Blut und Horror interessieren ihn nicht, sondern Psychologie und Verstrickungen und soziale Komplexität. Ich kann nur einen Dracula-Film drehen, wenn ich Vampirismus als Metapher sehe für Ausbeutung und Abhängigkeiten und die Heuchelei organisierter Religion.